Hallihallo, ihr Lieben. Ihr seht es wahrscheinlich sofort, ich bin nicht zu Hause. Ich bin gerade bei meinen Großeltern. Es ist 8:30 abends und ich hoffe, dass wir noch lange genug Licht haben. Aber ich fand die Kulisse so wunderschön. Ich wollte unbedingt hier draußen ein Video aufnehmen. Ich hoffe, dass die Grillen nicht zu laut sind und ich hoffe, dass nicht zu oft ein Hund bellt. Eigentlich wollte ich heute ein bisschen über Grenzen bzw. Grenzen setzen bei Kindern, bei Menschen generell sprechen. Ich habe nämlich richtig lange gebraucht, um zu checken, wie Grenzen setzen eigentlich wirklich funktioniert. Wenn mein Kind mich zum Beispiel haut, dachte ich, es wäre eine Grenze zu setzen, zu sagen, hör auf zu hauen, und dann hört das Kind dann eben auch auf zu hauen. Also, dass ich nur dann erfolgreich eine Grenze gesetzt habe, wenn ich sage, lass das, und das Kind hört dann eben auf, das zu tun. Aber so ist es eben genau nicht. Bevor es losgeht, wenn euch meine Videos gefallen, abonniert super gerne meinen Kanal, lasst ein Like da und schaut auch mal super gerne auf meinem Insta-Kanal vorbei, da halte ich euch immer auf dem Laufenden. Mein Papa hat immer gesagt, das Recht des einen hört da auf, wo das Recht des anderen anfängt. Und ich finde, das trifft es ziemlich genau auf den Punkt, weil nicht nur Kinder brauchen Grenzen, sondern Menschen brauchen generell Grenzen. Es ist wichtig, Grenzen zu setzen, aber im Endeffekt nicht für andere, sondern auch für mich selbst, damit ich meine eigene Integrität verteidigen kann. Ich muss meine Bedürfnisse erkennen, ich muss wissen, was ich brauche und ich muss es kommunizieren können. Ich muss sagen, wenn etwas meine körperliche oder mentale Unversehrtheit angreift, meine Werte oder eben wie gesagt meine Integrität oder wenn meine Bedürfnisse nicht erfüllt sind. Deshalb muss ich lernen, Grenzen zu setzen. Im Umkehrschluss ist es natürlich aber auch wichtig, dass meine Mitmenschen diese Grenzen so weit wie möglich einhalten, damit es mir eben auch gut geht. Wenn ich eine Grenze setzen möchte, ist es also wichtig, dass ich meine eigenen Bedürfnisse erkenne, denn nur so kann ich auch Klarheit darüber haben, was ich eigentlich gerade brauche und diese Grenze auch klar setzen. Eine echte Grenze ist persönlich und in der Regel auch von äußeren Umständen abhängig. Wenn ich mega Kopfschmerzen habe, dann halte ich es vielleicht nicht aus, dass meine Kinder gerade laut spielen. Wenn es mir gut geht, ist es für mich aber überhaupt gar kein Problem. Es ist also generell wichtig, dass wir auf unsere eigenen Bedürfnisse achten und Grenzen so kommunizieren, dass unsere Mitmenschen Rücksicht auf uns nehmen können. Bei Kindern ist es besonders wichtig, ihnen das beizubringen, weil sie ja auch noch nicht mit einem fertig entwickelten Gehirn auf die Welt kommen und auch noch sehr ich-zentriert sind. Am Anfang wissen sie zum Beispiel gar nicht, dass sie und ihre Mutter nicht dieselbe Person sind. Empathie können sie erst so mit circa 3 Jahren empfinden und erst mit circa 4 Jahren lernen sie die Perspektive zu wechseln, also lernen sich in andere hineinzufühlen. Das heißt, es ist für die Entwicklung von Kindern auch super wichtig, einfach dieses Feedback von anderen Menschen zu bekommen, dass andere Menschen auch bestimmte Sachen fühlen, dass andere Menschen eben Bedürfnisse haben, dass andere Menschen Grenzen haben. Weil wir Menschen eben generell auf die Grenzen von anderen achten müssen. Ich meine, deshalb gibt es ja auch Gesetze, so funktioniert das miteinander. Wir nehmen aufeinander Rücksicht, ansonsten können Beziehungen nicht glücklich oder zufriedenstellend für beide Parteien sein, sondern sind dann eher toxisch. So, ich glaube, das sind jetzt aber auch keine bahnbrechenden News, dass Grenzen tendenziell potenziell wichtig sind für Menschen generell, aber eben auch für Kinder. Aber wie funktioniert Grenzen setzen denn jetzt genau? Wie schon anfangs gesagt, dachte ich, dass eine Grenze nur dann gesetzt wird, wenn sie eben auch vom Gegenüber eingehalten wird. Und ich glaube, dass das sehr, sehr, sehr viele Menschen denken. Zumindest ist es gesellschaftlich auch so ein bisschen das, was ich oft gespiegelt bekomme. Also mein Kind haut mich, ich sage, nein, hör auf, mein Kind hört auf, ich habe eine Grenze gesetzt. Das ist quasi der erfolgreiche Prozess. Aber um eine Grenze zu setzen, ist es eigentlich gar nicht nötig, dass das Gegenüber diese Grenze auch einhält. Im ersten Schritt ist es einfach nur wichtig, sich von dem Verhalten abzugrenzen und zu sagen, nein, das will ich jetzt nicht mehr. Das Einzige, was ich machen muss, um eine Grenze zu setzen, ist einfach nur, mich von dem Verhalten abzugrenzen und zu sagen, dass ich das gerade richtig blöd finde, was mein Kind da gerade macht. Wenn ich also sage, ich mag es nicht, dass du mich haust, dann habe ich damit schon eine Grenze gesetzt, weil ich mich einfach klar von dem Verhalten distanziere und das auch klar kommuniziert habe. So einfach kann es sein. Ich liebe es beim Grenzensetzen auch generell bei mir selbst zu bleiben, weil ich das Gefühl habe, den Kindern fällt es viel leichter, solche Grenzen nachzuvollziehen und zu akzeptieren. Wahrscheinlich auch, weil ich eine innere Klarheit habe, wenn ich mir Gedanken darüber mache, wo liegt gerade eigentlich meine Grenze, welches Bedürfnis wird hier eigentlich gerade tangiert, was genau stört mich jetzt gerade und das auch offen so kommuniziere, fällt es meinen Kindern immer viel leichter, das nachzuvollziehen und dann eben auch zu kooperieren, also meine Grenze einzuhalten. Wenn ich zum Beispiel sage, ich mag es nicht, dass du mich haust, hat mein Kind einfach nur diese Information und kann damit mehr oder weniger anfangen, was es will. Ich sage meinem Kind damit aber nicht direkt, was es tun soll. Also ich sage nicht, hör auf damit, was ja schon wieder eine Anweisung wäre und auch sehr wenig Informationen über mich selbst preisgibt. Ich kommuniziere also, was ich selbst mag, grenze mich von dem Verhalten ab
und habe so eine innere Klarheit, wodurch es meinem Kind auch wieder leichter fällt, zu kooperieren, also meine Erwartungen zu erfüllen. Aber das alles, ohne dass ich Druck aufgebaut habe. Weil ich habe einfach nur gesagt, hey, ich mag das nicht, was du gerade machst. Und Kinder, die Psychologie von Kindern ist eigentlich relativ simpel. Kinder wollen ihren Eltern gefallen, weil evolutionär gesehen ist es besonders wichtig für sie gewesen, dass sie ihren Eltern gefallen, damit sie nicht zurückgelassen und eben verhungert oder gestorben wären. Und deshalb wollen Kinder kooperieren, sie können aber eben nur so weit kooperieren, wie sie nicht über ihre eigene Grenze gehen. Wenn ich jetzt aber sage, hör auf damit, dann ist es eine Anweisung, eine Erwartung und das kann schon wieder beim Kind Druck aufbauen, es kann schon wieder bestimmte Bedürfnisse vom Kind angreifen und dadurch kann es dann einfach zu einem Machtkampf kommen und ein Machtkampf ist genau das, was wir vermeiden wollen. Weil im Endeffekt kommt es immer dann zu einem Machtkampf, wenn wir unbedingt wollen, dass unser Kind etwas Bestimmtes tut, wenn wir überhaupt nicht kompromissbereit sind und wenn wir auch noch wütend sind. Im Grunde ist das Potenzial für einen Machtkampf ständig da, wenn unsere Kinder über unsere Grenzen gehen. Bleiben wir beim Beispiel hauen, wenn mein Kind mich haut, dann greift es ja meistens mehrere Grundbedürfnisse an. Je nachdem, wie fest das Kind haut, zum Beispiel das nach körperlicher Unversehrtheit, aber in der Regel hauen Kinder ja noch nicht so stark, dass es einem wirklich wehtut. Es ist dann, glaube ich, eher so verletzte Gefühle, zum Beispiel das Bedürfnis nach Wertschätzung. In der Regel finden es einfach die meisten Eltern unangenehm, von ihrem Kind gehauen zu werden. Es überschreitet für sie eine Grenze und wenn eine Grenze überschritten wird bei Menschen generell, reagieren die meisten Menschen mit Wut. Das hat den Grund, dass Wut eine starke Antriebskraft ist und einfach dazu führt, dass man wie so Energie katalysiert und halt eben dann auch kämpfen kann. Aber das Problem ist halt einfach so, ja, gegen einen Tiger zu kämpfen war vielleicht mal sinnvoll, aber ich weiß gar nicht, ob es so sinnvoll ist, gegen einen Tiger zu kämpfen. Aber es ist halt einfach nicht sinnvoll, gegen ein Kleinkind zu kämpfen. Und deshalb ist die Wut da mehr oder weniger fehl am Platz, wenn wir sie gegen das Kleinkind richten. Es macht dann aber total den Unterschied, ob wir diese Wut nutzen, um einfach nur in unserer Energie zu bleiben und sagen, ey Mann, ich hasse das, wenn du mich haust, das macht mich so wütend, wenn du mich haust. Oder ob wir unserem Kind sagen, hör auf zu hauen, sonst passiert X, Y, Z, also irgendeine Drohung hinten reinschieben. Und im Grunde entsteht genauso ein Machtkampf. Ich übe Druck aus, weil ich unbedingt möchte, dass mein Kind ein bestimmtes Verhalten tut oder nicht mehr tut. Ich bin wütend und ich bin dazu bereit, alle Mittel auszufahren, um quasi diesen Kampf zu gewinnen. Ich glaube, dass es so oft zu Machtkämpfen kommt, liegt vor allem daran, dass wir eben denken, eine Grenze ist nur dann erfolgreich gesetzt, wenn sie auch von unseren Kindern geachtet wird, also wenn unser Kind quasi auf uns hört. Weil ansonsten hätte man ja verloren, aber was verliert man überhaupt? Ja genau, einen Kampf verliert man, also einen Machtkampf. Das heißt, wenn ihr das Gefühl habt, ihr habt eine Grenze gesetzt und verliert gerade gegen euer Kind, ist das ein ziemlich gutes Zeichen dafür, dass ihr euch in einem Machtkampf befindet. Und weil ihr die erwachsene Person seid, seid ihr auch die Einzigen, die aus diesem Machtkampf wieder aussteigen können. Ich musste die Aufnahme kurz unterbrechen, weil meine Tochter aufgewacht ist und ich hoffe, dass es jetzt nicht zu dunkel wird, aber gerade geht's noch, würde ich sagen. Wie gesagt, Kinder wollen kooperieren, das heißt, sie wollen das tun, was ihre Eltern sagen und ihre Erwartungen erfüllen, aber das machen sie eben nur so weit, wie sie nicht über ihre eigenen Grenzen gehen würden. Wenn man zum Beispiel zu einem Kind sagt, hör auf, kann es sein, dass man schon wieder das Bedürfnis nach Autonomie angreift und das Kind deshalb einfach nicht dazu in der Lage ist, das zu tun, was die Eltern sagen. Wenn man aber sagt, ich mag das nicht, dass du das machst, dann hat das Kind wieder die Freiheit zu entscheiden, es zu lassen, die Erwartung zu erfüllen und gleichzeitig das Bedürfnis nach Autonomie zu befriedigen. Und ganz ehrlich, in so vielen Fällen reicht es auch wirklich schon aus, einfach den Kindern zu sagen, ich mag das nicht, ich finde das blöd oder es ist mir unangenehm oder was auch immer, je nachdem, was halt gerade der Grund ist, dass du XYZ machst und die Kinder hören dann wirklich damit auf. Habe ich zumindest so die Erfahrung gemacht. Ich habe ja nur 2 Kinder. Es gibt ja sehr viele Kinder. Jedes Kind ist verschieden. Aber ihr solltet es mal ausprobieren, weil es hat für uns zumindest Wunder bewirkt, weil wir, mindestens eins von unseren Kindern ist so ein Kind, wenn man ihm sagt, was es zu tun hat, dann tut es das auf keinen Fall. Aber wenn man ihm einfach nur sagt, hey, so geht's mir damit, dann ist es wieder was ganz anderes. Nur oft klappt es dann eben auch einfach nicht. Und die Frage ist, was tut man dann? Also wie gesagt, zum Grenzen setzen ist es vollkommen ausreichend zu sagen, ich mag es nicht, dass du XYZ tust. Das ist eine Grenze setzen. Ihr seid also keine Versager, wenn euer Kind danach nicht kooperiert. Ihr könnt Grenzen setzen, euer Kind kooperiert nun nicht. Aber ihr habt auch keinen Einfluss auf euer Kind. Euer Kind ist eine eigenständige Persönlichkeit. Das heißt, es ist nicht euer persönliches Versagen, wenn euer Kind diese Grenze nicht respektiert. Es ist die Entscheidung eures Kindes. Ihr könnt die Entscheidung eures Kindes nicht beeinflussen in erster Linie. Beziehungsweise ihr könnt
es ja nicht dazu zwingen, eine andere Entscheidung zu treffen. Oder ihr wollt es nicht, weil das wäre ja schon wieder gewaltvoll. Beim Hauen ist das Ganze noch relativ einfach gelöst. Ihr könnt einfach weggehen, ihr könnt eure Hand schützend vor euch halten, ihr könnt bei einem Wutanfall einfach die Gefühle begleiten. So. Was ist aber zum Beispiel, wenn das Kind anfängt, Steine zu werfen? Also nehmen wir mal an, ihr sitzt auf dem Spielplatz und euer Kind fängt an, mit Steinen nach euch zu werfen. Oft machen Kinder sowas einfach nur aus Spaß, weil es irgendwie cool ist, Steine zu werfen. Dann könnt ihr dem Kind einfach nur sagen, hey, wirf in die andere Richtung. Du tust mir hier weh, das finde ich blöd. Wenn das Kind einfach nur aus Spaß Steine wirft, wird es in die andere Richtung werfen. Wenn ein anderer Grund dahinter liegt, zum Beispiel, ich weiß nicht, ihr habt so lange auf euer Handy geguckt, euer Kind fühlt sich vernachlässigt, möchte eure Aufmerksamkeit, schmeißt mit Steinen, wird euer Kind nicht mit Steinen aufhören, nach euch zu schmeißen, wenn es eigentlich gerade eure Aufmerksamkeit will. Da müsst ihr dann das Bedürfnis dahinter erkennen und das dann auch befriedigen. Wenn das alles nicht hilft und das Kind irgendwie auf andere Steine wirft oder, ich weiß nicht, einfach das irgendwie anfängt, gefährlich zu werden, würde ich persönlich die Sachen zusammenpacken und sagen, hey, ich fühle mich hier nicht mehr wohl, ich fühle mich nicht mehr sicher hier auf dem Spielplatz. Ich merke, du kannst gerade nicht aufhören, Steine zu werfen, deshalb möchte ich jetzt einfach lieber gehen und was anderes machen. Das Ganze ist also keine Strafe, sondern auch wieder meine persönliche Grenze. Ich merke, dass ich mich mit der Situation unwohl fühle, dass ich das so nicht mehr tragen kann, dass ich vielleicht doch in einen Machtkampf komme, wütend werde oder sich eben irgendein Kind verletzt und deshalb beende ich diese Situation jetzt. Das heißt aber nicht, dass ich darauf dann auch mit Liebesentzug oder mit Rummeckern reagiere, ja, jetzt siehst du mal, was du davon hast, dass wir jetzt gehen, ist einfach nur so ein, hey, mir reicht es jetzt, ich muss jetzt hier gehen, ich kann nicht mehr hier bleiben, du kommst jetzt mit, weil du bist ja von mir abhängig, wir sind zusammen hier, also gehen wir auch zusammen. Wenn mein Kind einen Wutanfall hat und deshalb mit Steinen wirft, dann nehme ich mein Kind beiseite, begleite die Gefühle, da könnt ihr auch, wie gesagt, gerne mein anderes Video zum Gefühle begleiten anschauen. Wir hatten letztens eine Situation, in der unser Kind einfach so generell immer wieder so kleine Wutschübe hatte und so ein bisschen frustrierter war. Und es hat eigentlich gerade aber mit einem Seil gespielt und so Knoten geübt. Und hat aber immer, wenn dann so ein Wut- oder Frustrationsschub kam, angefangen, mit dem Seil so um sich zu schleudern und eben so herumzupeitschen und hat eben auch einmal mich getroffen, einmal meinen Mann getroffen. Und da hat alles nichts geholfen und ich habe mich dann dazu entschieden, das Seil wegzunehmen und zu sagen, hey, das Seil macht jetzt 30 Minuten Pause, weil es einfach nicht mehr ging. Das war aber auch keine Strafe, sondern es war ein Schutzmaßnahme, weil wir Eltern sind eben einfach auch, wir haben mehr Wissen als unsere Kinder, wir haben die Verantwortung für die Situation und wir müssen uns entscheiden, was ist gerade das geringere oder das größere Übel. Und in dem Fall, vielleicht empfindet das Kind das zuerst als Strafe oder als unfair, aber ich denke, man kann es in so einer Situation auch ziemlich gut erklären, die Gefühle begleiten und dann eben auch einfach kommunizieren, dass es jetzt gerade eine gefährliche Situation war und deshalb das sei jetzt erstmal aus dem Spiel genommen wird sozusagen. Ich habe in der Zeit einfach versucht herauszufinden, was eigentlich gerade mit meinem Kind los ist, warum es so frustriert ist, bin in Verbindung gegangen, habe wirklich Exklusivzeit dann auch, also in diesen 30 Minuten mit meinem Kind gehabt und das hat die ganze Situation auch schon gelöst, es hat diesen ganzen Frust gelöst und am Ende konnte unser Kind dann wieder super entspannt mit dem Seil spielen. Also wichtig ist es, wenn ihr in solchen Momenten dann auch einfach irgendwo eure Autorität quasi ausleben müsst, dass ihr trotzdem in Verbindung und liebevoll bleibt, dem Kind eure Hintergründe erklärt und jetzt nicht sagt, ja, jetzt siehst du mal, was du davon hast oder halt eben einfach dann das so als Strafe kommuniziert, weil das soll es ja eben genau nicht sein, sondern es geht einfach nur darum, die Situation halt so souverän wie möglich für alle zu lösen. So, das war's dann auch schon wieder von meiner Seite. Ich hoffe, das Video konnte euch ein bisschen weiterhelfen. Schaut euch auch super gerne mein anderes Video zum Thema Grenzen an und auch meine Videos zum Thema Hauen, wenn ihr da ein bisschen näher rein wollt. Ansonsten, wenn euch meine Videos gefallen, dann abonniert gerne meinen Kanal. Schreibt mal in die Kommentare, ob euch klar war, dass Grenzen setzen nur bedeutet, dass man sich quasi vom Verhalten abgrenzt. Oder dachtet ihr quasi, dass es auch darum geht, dass die Grenze dann auch eingehalten wird und sonst ist keine erfolgreiche Grenze gesetzt, würde mich mal interessieren. Weil ich habe eben den Eindruck, dass es rein gesellschaftlich auch so ein bisschen so ist. So, also zum Beispiel, wenn wir jetzt bei sexuellen Übergriffen, wenn die Frau Nein sagt, wird immer noch gesagt, ja, aber hast du denn dich auch gewehrt? So, als ob es nicht ausreichen würde, Nein zu sagen. Weil wenn man Nein sagt, dann grenzt man sich ja schon vom Verhalten ab. So, wisst ihr, was ich meine? Ansonsten wünsche ich euch alles Gute und bis zum nächsten Mal.